Servus Leute, willkommen zurück zu Let's Play Half-Life Opposing Force bei Part 5, wenn mich nicht alles täuscht, und zwar bei einem längeren Part. Der geht nämlich 30 Minuten so ungefähr, oder 25, vielleicht werden es auch 35, man weiß es nicht. Everything is possible, ihr wisst es bestimmt schon, wenn ihr auf die Timeline geschaut habt. Ich weiß es garantiert noch nicht. Wir sind letztes Mal stehen geblieben, als wir uns die Frage gestellt haben, ob dieser Typ mitkommt. Sieht nicht so aus, deswegen fahren wir jetzt mal los hier ohne den. Tschüssi. Oh, wir speichern direkt mal. Unter Feuer, da haben wir doch perfekt gespeichert. Ich kaufe garantiert keine Bar. Hallo? Da werden wir schon freudig begrüßt hier. Sag mal, was haben die eigentlich gesoffen? Ich glaube, den hat man zu viel Fleisch angeboten. Und da springt noch einer gleich aus der Tür hier. Und das lasse ich nicht durchgehen. Die arme Tür. Das ist Regierungseigentum, meine Freunde. So, was macht man nicht kaputt? Da kommt dann gleich der Extreme. So. Der ist schon verreckt. Super. Ich muss echt sagen, 1A gespielt, du. Eine bessere Unterstützung kann man sich eigentlich gar nicht wünschen. Wow. Das geht's doch. Wow. Da hatte ich so ein bisschen Zucken. Der C. Jones, was hat denn der gemacht? Hatte er irgendwas für uns? Ne. Nichts. Nothing. Oh, hier ein bisschen Leben. Sie, was? Rare Dawn. Rare Dawn, okay. Irgendeine Waffe. Seht ihr das? Cool. Ja. Die kenne ich auch. Das ist nämlich eine neue Waffe. Die gab es in Half-Life 1 nicht. Das sieht nur noch glatt danach aus, dass sie gleich was... Und da kommt. What the fuck? Da kommt die halbe Welt runter. Weil wenn die das überlebt haben, weiß ich auch nicht. Oh oh. Warum haben wir eigentlich Granaten? Zack, schluck das. Habe ich noch irgendwas? Ich hätte noch eine Kofferbombe. Komm, no risk, no fun. Das soll er schon überleben. Das hat er nicht. Aber was geht denn da ab? Das sah bestimmt voll cool aus. Ich war nicht da. Das sieht echt gut aus. Hallo? Hat sie noch irgendwie was? Das Pult stand auch mal anders da. Oh. Mit den letzten zwei Schüssen, ich glaub's gar nicht. Okay, jetzt verwenden wir nur meine Pistole. Ich weiß, ich speichere viel zu oft. Aber es macht Spaß. Gott, ich hätte die Pistole verwenden sollen. Wow! Das Militär am Start. Achso, da hätte ich jetzt den Typ durchlassen können, oder wie? Nee. Ich schaffe nur eine Abkürzung nach hinten. Ist ja lame. Hallo? Raum B591FG. Es muss laden. Irgendwas passiert hier. Ach nee, stimmt. Da ist ja gerade die Granate eingebrochen. Was ist denn hier los? Warum leckt das? Okay, es war ein kurzer Frame-Einbruch. Das kann ich noch verstehen. Und wie komme ich da rein? Wie komme ich... Wow. Employee of the Month. Mitarbeiter des Monats. Gordon Freeman. Was so eine geile Anspielung, ey. Mal. Jetzt geht doch. Ich speichere nach jedem Sprung, kommt es mir gerade vor. Ich habe nur keinen Bock, immer alles von vorne wieder zu machen. Naja, dich habe ich schon gesehen. Und zack. Ist da was? Nee. Ein paar Aliens sind da irgendwo. Hallo. Hallo. Oh oh. Ah. So, so einfach. Da läuft noch einer. Da ganz nervöser. Hör mal, irgendwo ist hier jemand.
Ach du Schande. Das ist so ein Akt. Na ja, gut, ich kann ja nichts machen. Ich muss da durch. Ah, meine Güte. Und zack. Und zack. Zack. Boah, ich hatte keine Ahnung, wie das funktioniert. Es hat auf jeden Fall geklappt. Und ich höre die ganze Zeit irgendwelche Stimmen hier im Hintergrund. Und so ein Militärfuzzi. Ja, ich weiß, es ist unnötig. Ich mache noch keinen Cash. Dabei kriegt man auch noch Munition. Yay. Pip, pip. Pip, pip. Schön für... Die kleinen Hundis. Die haben wir fast schon wieder vermisst. Aber nur fast. So. So, irgendwie ist das mir hier noch fast zu langsam. Aber lassen wir es mal. Weil ihr merkt es, manchmal komme ich nicht so wirklich mit. Ja, ja, sorry. Maus, 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 Maus. Machen wir mal 4,3. Ist ein guter Deal. Nein, jetzt haben wir das nicht mitbekommen. Egal. Irgendwas mit. Irgendwas mit, hier, ja, du wirst gerettet. Komm einfach dort und dorthin. Ah, ja. Ey, es geht ab, mir weg. Was zum Teufel machen Sie da unten? Also wir müssen weg hier und zum Ausgangspunkt beim Lambda-Sektor. Mit ein bisschen Glück erwischen wir Freeman auf dem Weg dahin. Das Transitsystem sollte uns eigentlich hinbringen. Aber die Türen sind absolut zu. Verdammt, wo sind die verdammten Pioniere, wenn man die mal braucht? Jetzt kommst du bestimmt gleich mit dem Panzer hier angerollt, oder? Dieser Einsatz ist ja wohl das allerletzte. Ja, und warum was habt ihr eigentlich alle gegen Gordon Freeman? Ganz ehrlich. Oh Mann, 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 Mann. Okay. Hallo Schätzchen. Ja, jetzt, da guckst du blöd. Ah, die habe ich ja fast schon wieder vermisst hier. Genau. Ihr lasst mich hier drüber springen, nur damit ich dann auf eine verkackte, verschlossene Tür komme. Aber hier hat es auch noch einen Durchgang. Warum müssen wir immer die Drecksarbeit machen, mit der die Idioten vom Militär nicht fertig werden? Ich will nur das Päckchen hier abliefern und wieder verschwinden. Ja, früher oder später finden die Soldaten hier die Wahrheit heraus. Wenn mich doch bloß Drillzarten Bahn verstehen könnte. Aha. Aha. Also, ich könnte mir vorstellen, also ich weiß nicht, viele kennen ja wahrscheinlich schon Half-Life 2. Und ich glaube einfach mal, dass diese Ninjas hier, ich sage jetzt einfach mal Ninjas dazu, dass das zum Beispiel so Vorreiter zu dieser, ich sag jetzt mal, Bruderschaft gehören, die dann für... Ja, wie soll ich das erklären? Das kann man schlecht erklären. Für das Ganze halt dann arbeiten. Also ich meine, es gibt halt immer diese bösen Leute, jetzt gerade diesen G-Man, und da gibt es halt eine böse Regierung, die sich halt irgendwie bildet und die dann halt die ganze Welt unterjocht, sag ich mal. Und da ist schon einer. Und ich könnte mir einfach denken, dass es schon so ein paar Vorreiter dessen sind, was da kommt. Oh ja, das war eine gute Granate. Die wäre echt gut gesetzt. Aber der lebt noch. Gleich noch einen hinterher. Sag mal, ein direkter Treffer. Okay, dann machen wir es jetzt anders. Oh. Da bin ich. Hier bin ich. Boah, das ist doch ein Headshot, ey. Ja, spring ruhig in eine Ecke. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hab keinen Bock, die sind einfach nur so elendig schnell. Oh, wollt ihr mich verarschen? Nein. Geht's noch? Okay, okay, wir machen das. Wir schaffen das. Easy. Easy going. Perfect. Ja. Ganz richtig. Und du auch. Und genau deswegen müssen wir jetzt das ganze Zeug hier platt machen. Wo haben wir denn eine Pistole da? So, und jetzt kannst du hier durch. Wartet mal, ich muss erstmal noch schauen, ob hier noch irgendwo einer rumgammelt. Was steht hier? Was? Traitors die. Ach, Verräter sterben. Aha. Und das sind die Verräter. Da machen wir alles kaputt hier. Ba, 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 ba.
Da haben wir schon was. Was ist das für eine Druckerei? Sieht aus wie irgend so eine Druckerei dahinter. Okay, das war jetzt ein blöder Spruch. Sieht aus wie eine Druckerei. Ah. Gerade tut mein Bobo weh. Oh. Ich glaub, ich schaff's nicht. Ich brauch einen Sunny. Den kriegst du, mein Freund, den kriegst du. Los! Los! Schneller! Das haben sie totballert, die Konsole. Los, komm durch, mein Freund. Zack, zack, zack. Los! Der Mann braucht Hilfe! Wenn du dich jetzt nicht beeilst, dann sterben wir alle. Komm schon. Nicht so zaghaft hier, helf dem Mann! Ja! Hier! Da, Buhr! Ich hab sie in 0, nix wieder auf den Beinen. Jetzt steht er gleich auf. Wie geht's? Ich bin Superman, danke. Wie neu geboren. Ausgerechnet jetzt. Danke, Doc. Mann, wär's nur so in anderen Kriegen gewesen, ey. Los, kommt. Positiv. Let's go. Ja, so wünsche ich mir das. Und jetzt würde ich mal sagen, du machst die hintere Tür auf, weil die machst du eh nicht auf. Wenn herkommen, mir folgen, alles kein Problem. Folgt mir und wir werden überleben. Ja, mach das mal auf. Schon besser. Mhm, auf jeden Fall. Man kennt ja eigentlich alle meinen Namen, bin ich sowas wie ein zweiter Freeman. Secret Access Lambda Sector Transport. Authorized Personal Only. Ich bin autorisiert vom Militär, meine Freunde. Ich brauche keinen Schlüssel. Nein! Wo wusste ich denn, wissen, dass man die nicht aufheben kann? Ich glaub's nicht. Mal konnte man die immer aufheben, das war dann in Half-Life 2. Die Situation sieht ziemlich böse aus. Ja, würde ich auch mal sagen. Oh oh. Neue Mission, neues Glück oder was hier? Corporal, was ist hier los? Niemand hat uns was über Black Ops erzählt. Black Ops? Ja, ich dachte, wir wären alle im selben Team, oder? Naja, ich weiß nicht genau, was die Jungs für einen Auftrag haben, aber wir müssen in Bewegung bleiben. Irgendwo auf diesen Schienen muss doch ein Wagen sein. Die gesamte Operation ist außer Kontrolle. Squadron, Ruhe jetzt! Hat jemand den Rest von meinem Platoon gesehen? Nein, habe ich nicht und es interessiert mich auch nicht. Jetzt muss man ich wieder alles machen und das sind sie schon. Gebiet gesichert. Los, helft mir mal. Ja, so läuft es, da muss ich nichts mehr machen. Hat noch jemand eine Ladung? Nee. Hört ihr die coole Musik? Okay, ein bisschen lauter kann ich schon machen. Das ist schon grenzwertig. So. Ah, da ist noch einer. Los, macht sie fertig. Easy going, los. Nicht lang. Okay, ich mach's. Oh, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Viel Spaß. Was ist das? Es geht denn ab. Alter. Der Weltkrieg reloaded hier, ey. Okay, der war ja noch nicht. Von daher, zweiter Weltkrieg reloaded. Okay, das war jetzt echt blöd von mir gerade. Ja, das würde ich mal nicht so behaupten. Gebiet gesichert. Ende. Ja, war gut. Noch einer für die Pfanne. Hier hat's einfach nichts mehr. Was ich auch so ein bisschen schade finde,
Okay, das kann doch kommen, dass bis jetzt eigentlich noch so das nachts sich gerettet hat, sinnlos war oder ist. Also, das bringt eigentlich nichts. Da ist eher eine Einschränkung. Guckt euch das mal an. Das sehe ich nicht so gut und nicht so weit. So. Jetzt holen wir uns den lang ersehnten Zug. Los, ihr kommt alle mit. Ja. Let's go. Dann komm. Der ist halt tot. X macht Dienst. Ja, ja, so läuft es. Das sieht echt gruselig aus. Zeigt auch nicht, dass jetzt deswegen zukommt. Nee. Was haben wir denn hier? Kiste. Und ein paar nicht zerstörbare. Ja, ich. Oh, da kommt hier sogar was raus. Ich dachte, dass nur aus bestimmten Kisten was rauskommt. Und da war schon wieder einer. Mehrere? Fuck, die Granate war's. Scheiße, ey. Los, mach sie platt. Mann, der erste ist schon gestorben, aber jetzt haben wir eine geilere Waffe. Oder Hammer Clay. Oh ja. Yeah. What the fuck? Okay, jetzt weiß ich aber, wo die sind. Wir sind erst einmal gestorben. Ist doch cool. So, und da wir jetzt ja wissen, wo die nur rumhängen, würde ich mal sagen, eine Begrüßungsgranate zum Frühstück. Und hier nochmal eine. Und ihr bleibt hinten. Willst du mich eigentlich verarschen? Wo ist der andere? Wo ist der andere? Da waren zwei. Nicht überlebt er. Ey, du kommst jetzt sofort mit oder es hackt. Ja, ich bleib hier und warte auf weitere Befehle. Ganz klar. Ah, das ist immer das. Wenn man denkt, dass hinter einem einer ist und dann ist da keiner. Im Sinne von Unterstützung. Und der ist jetzt bestimmt schon längst tot. Mir ist aber auch egal. Ich kann ja nichts dafür, wenn die sich in den Tod stürzen. Ja, er ist tot. Da hinten liegt er. Was ist denn jetzt schon wieder mit meiner Maus los? Mit meiner Tastatur. Warum schießt du auf mich? Ich glaube, es hackt. Ne, scheiße, er kann allein kämpfen. Die sind irgendwie viel zu krass drauf. Hast du keine Ahnung. Alter, der verfolgt die nicht ernsthaft. Vor allem, was die aushalten, ist abartig. Ja, bleib hinten. Okay, ich hab nachgeladen. Nicht euer Ernst. Die sind ja überall. Okay, okay, okay. Gott, die sind überall. Das wird scheiße. Oh Gott, nee, ich hab da gespeichert schon. Oh, dann ist er ja schon tot. Dann ist er ja schon tot. Oh Gott, wie mache ich das jetzt am besten? Ich müsste ja irgendwie alle umnieten. Hab ich das vorher gewusst? Übles Gefühl, was diesen Einsatz angeht. Ja, ich auch. Ich hab keinen Bock auf Black Ops. Also, dann los. Nein, nach hinten, nach hinten, nach hinten, nach hinten, nach hinten. Ah, die sind immer so lahm. Tja. Er kommt näher. Er kommt näher. Los, Bewegung. Schon heiß. Los, Bewegung. Du sollst nicht hinter den herrennen. Was? Ja, da rennt er.
Das laden wir nochmal, weil... Du bleibst hinten. Du bleibst hinten. Wie gesagt, ich sag schon... Alter, will ich mich umbringen? Ich glaube, ich finde es ein bisschen blöd, dass die nicht immer so auf mich hören. Echt, der rennt auch gleich weg und alles. Hier, der arme Mensch. Man bringt die solche Leute um, die haben doch nichts getan. Mir ist ja schon aufgefallen, dass das oftmals auch so ist. Das sind gar nicht die gleichen. Das heißt, ich meine es nicht, das sind schon die gleichen. Oh. Ja, ich meinte damit einfach nur, dass die, wo man gerade bekämpft haben, hat, die rennen nach hinten und dann kommen neue, die nämlich dich gerade bemerken. Und das ist dann nämlich immer das Problem. Weil du denkst, okay, du hast hier gerade vertrieben, musst jetzt näher rennen, dann kommen aber frische von hinten nach. Und das ist das Problem hier manchmal, dass das so ein bisschen komisch ist und das macht es auch so schwierig. Also, weißt du, man kann einfach nicht einen Feind besiegen, den also man kann einen Feind schlecht besiegen oder schwierig besiegen, dem scheißegal ist zu sterben. Mir ist ja nicht scheißegal zu sterben. Ich habe nicht noch 50 Millionen Fußsoldaten, die mir zur Unterstützung kommen, wie die hier. Ich meine, wenn da einer stirbt, kommt 20 Millionen zurück. Dann so eine Kacke mit, ich schieß dreimal, weiß genau, wo ich stehe. Ah, fuck. Und dann habe ich wieder keine Waffe zur Hand. Gott, ey, das stehen sie schon. Die hasse ich. Seid doch bitte alle mal tot. Aber ich glaube, das ist eh mit Absicht so gemacht, dass alle sterben. Also ich glaube nicht, dass sie überleben müssen. Und vor allem, ich habe auch gar keine Waffen gerade, die so richtig nice sind. Ich meine, die Pistole ist mir gerade am liebsten und die ist halt leer. Ich meine, die M16, die bringt mir gar nichts. Beziehungsweise nicht so viel, wie ich mir das wünsche. Hallo? Okay, ich hatte es schon gewusst, bevor überhaupt kam. Das war trotzdem ein bisschen schlecht, das laden wir nochmal. Ja, da kannst du so viel springen, wie du willst. So. Und das alles nur, um eine dämliche Tür zu öffnen. Fuck the logic. So. Zack, 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 zack. Jetzt haben wir Zug. Mein Lieblingsjob. Wow. Oh Gott, als Kind war ich immer so in Züge verliebt. Ja, ich mag immer noch Züge. So. Habe ich den jetzt schon umgestellt? Egal. Ich wollte gerade schon sagen, warum fährt er nicht nach rechts? Hallo. Ich wollte jetzt eigentlich so. Nein, ich wollte nicht drunter springen. Genau, so wollte ich stehen, damit ich ein bisschen weiter hinten bin. What? Ach so, ups, hätte ich mich ducken sollen. Oh, gleich kommt doch da irgendwas. Oder wir gehen gleich Vollspeed zu mitten in der Schlacht um, keine Ahnung, Tschernobyl. Oh oh. Langsam. Ach so klar. Ach so klar. Ich meine, verschlossene Tür heißt immer, dass ich gleich aussteigen muss. Und wenn ich aussteigen muss, bedeutet das, dass hier irgendwo Feinde sind. Da kann man eins und eins zusammenzählen. Und das ergibt dann Black Ops. Kein Spaß. So. Ich frage mich auch, eigentlich so Waffen liegen doch da nur rum, falls Leute vergessen haben, die Waffe aufzusammeln. Aber ich meine, bei wie viel versuchen, also wovon gehen die aus? Dass ich hier noch keine Shotgun habe oder was? Das wäre schon ein großes Armutszeugnis. Und was zum Teufel geht hier eigentlich ab? Ich muss wahrscheinlich da vorhin. Da war dieses eine Kabel unter Strom gesetzt. Da muss ich bestimmt hochspringen. Keine Ahnung warum, wir machen es einfach mal. So, zack.
Alle Wege führen zum Ziel. Nee, nicht wirklich. Ah, jetzt brauchen wir es mal. So. In so einem kleinen Gang ist natürlich eine Shotgun vom Vorteil. Oh Gott. Wir sind nicht allein. Alles bereit. Schnell, 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 schnell. Ich muss aufladen, ich muss aufladen. Was ist los, was ist los, los? Das ist der Freeman. Oh nein! Freeman ist tatsächlich da reingesprungen. Ja, das sind nur die Momente, wo man dann Freeman sieht. Ist richtig cool gemacht hier in dem Spiel. Oh Mann, ey. Jetzt kommen natürlich alle Aliens auf einmal. Das ist natürlich wieder so typisch. Ich müsste bestimmt reinspringen. Nein. So. Ja, ihr seht auch, das wäre gar nicht, es war klar, dass sie irgendwann mal sterben, die Leute. So, jetzt geht's aber ab hier. Wäre witzig gewesen, wenn ich filmen hätte töten können. Aber ich glaube, ja, es geht einfach nicht. Ich sag das einfach mal so. Los, komm schon. So, sehr schön. Was? Nein. Ja, geht doch tot hier. Ab nach oben. Alter. So, ich warte mal, bis es hier alles beruhigt hat. Weil ich glaube, jetzt ist einfach nur noch... Nee, da spawnt immer noch was. Ich gehe aber hoch. Tschüssi. Ein roter Punkt. Aber warum sind wir schon wieder in Xen? Ich hasse das Level doch. Und sag jetzt nicht, dass Freeman hier verstorben ist. Ist auch nicht Freeman. Ist ein schlechter Witz. Ja, nach oben. Schon mal, das wird ein totaler Fail. Ja, war es auch. Wo muss ich denn hin? Etwa da hoch. Was soll denn das? Ich habe das Zeug noch gar nicht aufgehoben. So. Also wer wissen will, wie das geht, man muss einfach STG halten, dann springt man immer hoch. Ganz einfach. So. Ja, ja, ja. Ihr geht mir am Arsch vorbei. The fuck? So, und das? Die neue Waffe. Und ich sterbe natürlich. Und schon wieder. Alter. Okay. Nochmal neu. Ah Gott. Oh ja. Yeah. Das ist die neue Waffe. Oh, die ist richtig witzig. Ich probiere es jetzt aber nicht aus. Beziehungsweise ich verschieße jetzt einfach mal unnötig Munition. Doch. Jetzt hat das Maxi. Hä? Wo muss ich denn hin? Das bringt sie irgendwie voll nicht, da drauf zu springen. Aber ich würde doch mal sagen. Da wird es eher so... Ja gut, das will ich jetzt schon noch hinter mir haben. Ich glaube, ich muss da hoch. Ja. Nein. Oh. Oh, seid ihr süß. Okay. Jetzt, weil die Hunde uns so schön erwarten hier. Da. Ja, ja, ja. Würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Dann sieht sie im nächsten Part. Ich sag immer Park. Im nächsten Part. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Es war Part 5. Und damit würde ich sagen, bis dann.